Es geht weiter in der Bonus-Episode von Captain Toad Treasure Tracker mit dem Fluch des Mumitators. Es kommen jetzt diese Mumien-Level. Mumien-Schanz auf Ausklappfaden und das sieht böse aus. Aber ich bin mir sicher, das erste wieder mit einem Vorgeschmack und danach wird es erst richtig scheiße. Aber ich bin gut drauf. Ja, na gut. Dann gehen wir mal los und wir werden schon verfolgt. Mit normalem Tempo ist das eigentlich machbar. Weil die Mumie ist, soweit ich weiß, auch nur so schnell wie wir. Hoffe ich zumindest, weil sonst sind wir am Arsch. Schön, wie sich hinter mir der Weg gleich wieder einklappt. Das ist sehr beruhigend. Soweit ich weiß, müssen wir da lang. Ich hoffe ich zumindest, dass das der richtige Weg ist. Das Level haben wir nämlich schon mal gespielt. Nur ohne die dämliche Mumie nicht runterfallen. Gott. So, run. Okay, das war noch easy, das Level. Das war wirklich easy. Naja, habe ich einen Zeitpuff, um bei den nächsten Leveln zu verkacken. Also, alles okay. 160 Münzen gesammelt. Habe ich überhaupt eine Münze gesammelt? Mumienschanz auf der Bröckelstraße. Das sieht schon böse aus. Gut, aber da darf man eigentlich sowieso nicht stehen bleiben, also. Aber na gut. Checken wir mal, wie schlimm es wird. Das wird nichts, der Versuch. Ich habe da so ein Gefühl, dass das nichts wird. Ja, sicher. Damit habe ich mich doch schon mal so gut. Das hat doch schon mal so gut geklappt. Also ich auf diesen Feldern. Abgesehen davon fressen die mich jetzt. Ja, toll. Ganz toll, wie sie die Käfer da platziert haben. Mitten im Weg. So, mal da nicht treffen lassen. Das ist schon hilfreich. So, da bin ich erstaunlicherweise vorhin durchgekommen und direkt nochmal. Wundert mich noch mehr. Ist das eigentlich so getimt, dass wenn man richtig anfängt, dass man überall locker durchkommt? Ist es tatsächlich. Ich habe mich einfach nur scheiße angestellt. Was? Ich bin so dumm. Ja, das kann man halt von der Seite schlecht sehen. Hätte ich die Kamera drehen müssen. Wieso wurde der jetzt schon ausgelöst? Kann man das einer erklären? Nein, vermutlich nicht. Da bin ich noch gar nicht runtergefallen. Das ist sehr verdächtig. So, ich fürchte, jetzt habe ich das Timing verkackt. Ja, habe ich eindeutig. Ich hasse solche Level. Wir werden hier Game Over gehen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das wird passieren. Ja, lauf genau rein, das ist super Toadette, wie du das machst. Ganz große Klasse, wie du dich hier wieder unter Beweis stellst. Gas, wir wollen nicht alle verrecken. Nur weil du mit deinen selbstmörderisch... Ich dachte, er läuft mir nach! Ich weiß schon, wer gleich wieder im Schnittprogramm sitzt und 1000 Sachen zusammenschneiden darf. Und wieso startet man nach einem Game mit 2 Leben und nicht wie sonst auch mit 5? Ja, ich weiß, man bekommt da eh Münzen. Schön. Toll.
ist so ein richtig nerviges Level. Ich finde auch toll, wie die Mumie schon erscheint, sobald man weggegangen ist. Nicht, dass man sagt, sie kommt erst irgendwo da dazu. Ich meine, gut, mein Tod war ja eigentlich selbst verschuldet, wo ich mich dumm angestellt habe. Weil ich absolut nichts gesehen habe. Rush! So. Ihr geht auch wieder nach oben, oder? Das geht sich aus, oder? Nein, das geht sich natürlich nicht aus. Wieso sollte sich irgendwas getimed ausgehen in dem Spiel? Ich bin tot. Ja, okay, das war jetzt dumm, dass ich da reingerannt bin. Wieso sind da auch so viele von den Viechern? Das ist so unnötig. So. Ich mach noch den Versuch und wenn der nicht klappt, dann schneide ich. Weil das ist ja... Ich laufe auch immer in die unnötigsten Viecher rein. Die sind aber auch so nervig. Ja, ich weiß genau, deshalb sind sie da, aber das ist so unfassbar dämlich. Das ist wirklich... Ich würde gerne behaupten, dass das eine gute, coole Schwierigkeit darstellt. Aber das tut es halt nicht mal, es triggert mich nur. So, wie soll ich denn hier irgendwas timen, wenn mir irgendein verrückter Spinner hinterher rennt? Ich bin tot. Ja, was hätte ich jetzt machen sollen? Ich laufe da einfach mal durch, sterbt zwar dort, aber umdrehen geht ja nicht. Ich darf mich einmal vorher nicht treffen lassen. Dann habe ich da nämlich einen Punkt, wo ich durchblinken kann. Genau, hol mir Drecksviecher, so. Durch. Da tun wir wieder etwas Zeit schinden. So, sehr schön. Das hat gepasst. Das müsste jetzt auch passen. Wunderbar. So. Scheiß drauf. Geh ja durch. Jetzt tötet mich halt dieser Weg hier. Tut er nicht. Lauf. Oh Gott. Bist du deppert. Es ist 10 Uhr in der Früh und mein Puls ist auf 8 Milliarden. Oh, schön, das Ganze geht noch mal weiter. Macht der... In einem Boss-Level. Klar, wo sonst? Noch dazu ist das ein Level, in dem man stehen bleiben muss, damit man nicht gekillt wird. Sind die eigentlich alle angesoffen? Jetzt kann ich hier im Kreis laufen, damit ich hier nicht gekillt werde. Der trifft mich, das hätte ich absehen müssen. Ich wollte sie einfach nur schnellstmöglich... Durch, geh weiter! Die bleibt auf einmal stehen. Bist du komplett... Ich habe den Analogstick nicht ausgelassen, ich habe weiter nach oben gedrückt und sie denkt sich so... Nö. Eigentlich nicht so meins. Ja, kann ich schon abbrechen. Okay, mit dem Konzept klappt es eigentlich recht gut. Hier nach oben. Oh wow, diesmal hat sie sogar weitergeklettert. Wo ist die Drecksplattform? Gut, er ist ja noch nicht da oben auf der Höhe. Aber ich bin klein, das gefällt mir überhaupt nicht. Run. Wir müssen nur schneller sein als er. Also eigentlich höher. Wieder geht's weiter. Das habe ich ja ganz vergessen. Was? Ich sehe nichts.
Was? Wo hätte ich jetzt hin sollen? Das war der einzig mögliche Weg, aber... Nee, ich verstehe das. Hier muss man einfach schnell sein. So, hier warten. Einfach den doppelten Weg einkalkulieren und run. Rauf. Weiter nach oben. Ist halt hoch genug, um mich hier zu erreichen? Keine Ahnung. Ich will es nicht herausfinden. Naja, schon eigentlich, aber jetzt nicht so. Okay. Ja, ich weiß, ich spiele ja ziemlich gestört auf Risiko. Aber I don't care at the moment. Schön, jetzt zerfällt da alles. Dann machen wir hier eben eine Doppelrunde. Bis hier der Weg wieder normal da ist. Scheiß drauf. Renn. Bleib ja nicht stehen. Oh Gott. So, ich muss nur noch schnell sein, weil ich glaube, dass die Mumie noch da ist. Ja, genau, die ist nämlich noch da. Oh Gott! Wie der Stern einfach nicht runterkommen wollte, aber die Mumie trotzdem herrennt. Das war jetzt ziemlich knapp und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Aber ich fand das Level noch leichter als das vorige. Oh, da haben sie die ganz kreativen Missionen ausgepackt. Münzen gesammelt. Machen wir natürlich nicht. Wir machen weiter. Nirgends. Wieso geht's nicht weiter? Sag nicht, man muss dafür wieder irgendwas haben. Ich bringe noch mal kurz in Erfahrung und ansonsten war's das tatsächlich, weil... Ich glaube, man braucht hier nämlich dann überall alle Sachen. Ich glaube, man braucht nämlich alle Kronen. Und das mache ich nicht. Das mache ich garantiert nicht. Darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock und ich habe nicht gesagt, das sind 100% Let's Plays. Aber ich kann euch beruhigen, wir haben alle Level gesehen, es kommt nichts mehr. Also, es kommt da jetzt noch, es kommen jetzt Wiederholungen. Und dann kommen diese Zeitruns, also... Eigentlich war es das an der Stelle. Etwas unerwartet. Gerne nach oben da lassen, wenn es das Projekt gefallen hat. Ich bin froh, dass es vorbei ist, ehrlich gesagt. Hätte nicht gedacht, dass das unsere finale Aufgabe ist in dem Fall. Aber gut. Dem soll so sein. Die Endcard habt ihr schon letzten Mal gesehen. Dann lasse ich jetzt noch kurz meinen Senf zum Spiel da. Auch nämlich auch wenn ich mich oft aufgeregt habe, es ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Das kann man nicht sagen. Es ist wirklich ein... Schönes kleines Switch-Spiel. Das heißt nicht im Mega-Umfang, aber doch deutlich mehr als ich dachte. Ja, die Grafik, ich finde die Grafik voll okay. Soundtrack ist cool, ist eben sehr viel aus Super Mario 3D World übernommen. Kommt ja auch von da, daher ist das Ganze auch logisch, denke ich. Ja, ein paar Sachen waren etwas nervig. Die Toad-Missionen fand ich tatsächlich... Das fand ich wirklich schlimm, weil du oft tatsächlich nichts machen konntest, wenn die in die Lava geküpft sind. Das hat mich wirklich abgefuckt. Dafür würde ich auch was abziehen. Ja, aber sonst würde ich mich ja auf 75% wiederfinden. Also durchaus eine Empfehlung, wenn ihr was für zwischendurch sucht. Gerade jetzt, wo die Switch eigentlich keine neuen Games hat. Aber falls ihr auch was braucht, solange die Switch keine neuen Games hat, dürft ihr natürlich gerne am 25. April einschalten. Zu einem neuen alten Revival-Projekt, je nachdem. Ihr wisst ja, 25. April 2020, 25. April 2017, das sind die beiden Hinweise. Jetzt könnt ihr quer durch die Gegend googeln, suchen, eure Vermutungen in die Kommentare schreiben, tut was ihr wollt, ich werde darauf nicht antworten.
Ich werde nicht sagen, ob ihr richtig oder falsch liegt. Ihr werdet es dann eh sehen in einer Premiere. Die Uhrzeit weiß ich noch nicht genau, wird aber sicher noch rechtzeitig auch im Banner bekannt gegeben. Und außerdem ist sie sowieso auf YouTube nur angekündigt. Also, das war's. Lasst einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Aber nie vergessen, schaltet auf jeden Fall ein zu den nächsten Projekten. Mario Sunshine läuft ja auch noch. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!